Test Drive Unlimited Solar Crown soll im Frühjahr 2024 erscheinen und tatsächlich wissen wir schon mehr über die Fahrzeugliste, als ihr vielleicht denkt. Alle Infos dazu und von welchen Fahrzeugen wir schon wissen, dass sie im Spiel sein werden, erfahrt ihr in diesem Video. Wenn es euch gefällt, lasst sehr gerne einen Like da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Bevor wir zur bisher bekannten Fahrzeugliste kommen, schauen wir uns erstmal ein paar allgemeinere Infos an. In Test Drive Unlimited Solar Crown wird es wie auch im Vorgänger drei Fahrzeugkategorien geben, nämlich Asphalt, klassische Fahrzeuge und Offroad-Fahrzeuge, wobei noch nicht bekannt ist, ob der Name Asphalt für die Kategorie beibehalten wird oder ob es hier anders heißen wird. Insgesamt soll es auf der Insel 14 verschiedene Autohändler geben. Zwei Automarken bekommen übrigens einen gänzlich eigenen Händler, nämlich Ferrari und Lamborghini. Dementsprechend können wir erwarten, dass es von diesen beiden Firmen besonders viele Fahrzeuge geben wird. Dann gibt es noch Autohändler für zum Beispiel italienische oder amerikanische Fahrzeuge und es gibt Autohändler für Offroad-Fahrzeuge und für klassische Fahrzeuge. Wie viele Fahrzeuge es genau geben wird, wissen wir zwar noch nicht, aber wenn wir die Anzahl der Autohändler mit den Vorgängern vergleichen, würde ich vermuten, dass wir so in etwa 150 bis 200 Fahrzeuge sehen werden. Außerdem soll wirklich jedes Auto ein einzigartiges Fahrgefühl haben und jedes Auto soll einzigartige Sounds haben, die sich im ersten Gameplay auch wirklich erstmal sehr gut anhören. Dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zu der Fahrzeugliste. Die Fahrzeuge sind übrigens alle alphabetisch geordnet. Ach ja, eine Kleinigkeit noch, ich produziere dieses Video gerade vor, weil ich, wenn ihr das hier seht, im Urlaub bin. Also, falls es seitdem irgendwelche neuen Infos bezüglich der Fahrzeugliste gibt, dann werde ich euch einen Kommentar anpinnen, also werft vielleicht mal einen Blick in die Kommentarbox. Das erste Fahrzeug, von dem wir wissen, dass es im Spiel sein wird, ist der Alfa Romeo Mito. Diesen haben wir im kürzlich veröffentlichten Gameplay-Material im Straßenverkehr sehen können, das heißt, es wird auch lizenzierte Autos im Straßenverkehr geben. Als nächstes haben wir den Alpine A110, den wir im Gameplay-Material übrigens in der Lobby vom Solar Hotel sehen können. Dann haben wir den Apollo IE und den Aston Martin DB11, den wir ja schon im allerersten richtigen Trailer sehen konnten. Von der Marke Audi haben wir einmal den Audi R8 RWS und dann haben wir tatsächlich noch den Audi TT FV, den wir sozusagen im Ladebildschirm vor dem richtigen Gameplay-Reveal im Verkehr sehen konnten. Oder besser gesagt als parkendes Auto an der Seite. Wir wissen außerdem, dass die Marke Bentley im Spiel sein wird, denn von dieser Marke haben wir einen Schlüssel im Head-to-Head-Trailer gesehen. Welche Modelle es geben wird, ist allerdings noch unklar. Von BMW wissen wir übrigens bisher nur, dass der i8 Roadster im Spiel sein wird. Als nächstes haben wir die Marke Chevrolet und hier haben wir den Camaro ZL1 1LE, die Corvette C1, die wir ja übrigens auch schon in Test Drive Unlimited 2 hatten, und die Corvette C7 ZR1 mit einem Targa-Dach. Wenn wir ein Cabriolet fahren, können wir die Dächer natürlich wieder wie auch im Vorgänger mit einer schönen Animation öffnen und schließen. Dann haben wir ebenfalls wie im Vorgänger Test Drive Unlimited 2 den Citroën 2 CV, den ich allerdings im Vorgänger relativ selten gefahren bin, weil er einfach unfassbar langsam war. Von der Marke Dodge haben wir einmal den Challenger SRT Hellcat Whitebody und die Dodge Viper SRT. Obwohl Ferrari in Test Drive Unlimited Solar Crown sogar einen eigenen Händler bekommt, wissen wir tatsächlich noch kein einziges Modell von dieser Marke. Ich habe mal irgendwo gehört, dass der Ferrari 488 im Spiel sein soll, habe aber jetzt spontan keine Quelle mehr dafür gefunden. Allerdings wissen wir ein Modell von einer anderen italienischen Marke, nämlich Fiat, und zwar der Fiat Abarth 500, den wir ebenfalls im Verkehr im Gameplay-Material sehen können. Als nächstes haben wir die Marke Ford und hier haben wir erstens den F150 SVT Raptor, den Ford GT von 2017 und ein Auto, auf das ich mich persönlich richtig freue, nämlich den Ford GT40, was, wie ich in einem alten Video mal erwähnt habe, mein Traumauto aus Kindertagen ist. Dann haben wir einmal den Ford Mustang GT von 1967 und den Ford Mustang GT von 2018. Von der Marke Jaguar oder Jaguar, wenn ihr ganz puristisch daran gehen wollt, haben wir den F-Type SVR. Als nächstes haben wir die Marke Königsegg und hier kommen wir zu zwei Fahrzeugen, die, soweit ich weiß, zu den teuersten Neuwagen der Welt gehören, nämlich der Königsegg Agera und der Königsegg Regera. Als nächstes haben wir eine Marke, die meisten von euch im Vorgänger sehr vermisst haben, nämlich Lamborghini. Und zwar haben wir hier den Lamborghini Diablo SV und den Lamborghini Huracan Performante. Dann haben wir den Land Rover Range Rover Sport SVR und den Lotus Evora GT 430 Sport. Von McLaren wurde bisher der 720S bestätigt. Als nächstes haben wir Mercedes-Benz und hier wird der G65 AMG im Spiel sein und der SLK 55 AMG, den wir auf einem wunderschönen Screenshot vor einer Tankstelle sehen können. Von Nissan wird sowohl der 370Z im Spiel sein, den wir einmal auf einem Screenshot und dann nochmal im Gameplay-Reveal in der Lobby vom Solar Hotel sehen können und dann noch der Nissan GT-R aus dem Jahre 2012. Von der Marke Porsche wissen wir tatsächlich schon vier Fahrzeuge, nämlich einmal der 911R, der 918 Spyder, der Porsche Cayenne Turbo, den wir übrigens auch im Verkehr sehen konnten im Gameplay-Reveal und dann noch der Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo, der übrigens glaube ich auch exklusiv für das Spiel sein wird. Als nächstes haben wir die Shelby AC Cobra 427, auf die ich mich ebenfalls schon wirklich sehr freue. Als nächstes kommen
kommen wir zu Volkswagen. Und zwar wird hier der Bayerbug im Spiel sein, der im Grunde nichts anderes als ein Offroad-Käfer ist. Und dann haben wir noch den VW Käfer 1301. Und zu guter Letzt haben wir dann noch den W Motors Fenrir Supersport, der soweit ich weiß ebenfalls exklusiv für das Spiel sein wird. Grundsätzlich finde ich diese Liste schon mal relativ vielversprechend, aber ein paar Wünsche bleiben dann natürlich übrig. Deswegen zeige ich euch als nächstes noch ein paar Autos, die ich persönlich gerne im Spiel sehen würde. Da ich ein großer Fan von japanischen Autos bin, habe ich als erstes den Mazda RX-7 FD. Die anderen Generationen vom RX-7 gefallen mir zwar auch sehr gut, aber das hier ist mein Favorit. Dann haben wir noch den Mazda MX-5 NA, der meiner Meinung nach auch in keinem Rennspiel fehlen sollte. Als nächstes würde ich mir den Nissan S13 wünschen, und zwar am besten sowohl den 240 SX als auch den Silvia K. Und ein Fahrzeug, was meiner Meinung nach auch sehr gut zum Spiel passen würde, ist der Honda NSX. Außerdem bin ich auch noch ein sehr großer Fan vom Mercedes 300 SL, und zwar am liebsten sowohl den W198, den W121 B2 und den R129. Und wo wir gerade bei Mercedes sind, den SLK R170 würde ich tatsächlich auch sehr gerne mal in einem Videospiel sehen. So, das waren alle Autos, die es im Spiel geben wird und noch ein paar Wünsche, die ich persönlich hätte. Deswegen schreibt mir mal sehr gerne in die Kommentare, welche Autos ihr euch für das Spiel noch wünschen würdet und wie zufrieden ihr bisher mit der Fahrzeugliste seid. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin!